Hallo und herzlich willkommen. Wir dürfen Sie heute mitnehmen auf eine Tour quer durch die Hauptstadt, wo wir Ihnen die Gebäude zeigen, die schon seit Jahrzehnten leer stehen und ein bisschen vor sich hin faulen. Die Frage, haben die eine Zukunft? Was wir von Radio Berlin 88.8 zusammen mit der RBB Abendschau herausgefunden haben, das möchten wir Ihnen heute an diesem ganz besonderen Ort zeigen. Und dabei ist das gar nicht so ein richtiger Bauzombie, sondern eher ein Baustellenzombie. Seit 2010 schon, das heißt seit 7 Jahren, wird die Staatsoper saniert. Eigentlich sollte Daniel Barenboim schon 2013 zurückziehen vom Schillertheater hier an den Bebelplatz. Aber Berlin und Großbaustellen, das funktioniert nie so richtig, deshalb hat es auch hier ein bisschen länger gedauert. Warum jetzt aber am 3. Oktober doch noch alles gut ausgehen soll, das zeigen wir Ihnen in der nächsten halben Stunde. Das hier ist natürlich kein klassischer Bauzombie, denn die Staatsoper war nie jahrzehntelang leer und konnte dann fröhlich vor sich hinschimmeln. 1743 wurde sie als königliche Hofoper fertiggestellt. Im Zweiten Weltkrieg natürlich massiv beschädigt und dann in den 50er Jahren durch die DDR-Führung wieder aufgebaut und das auf sehr eigensinnige Art und Weise. Und das ist hier auch noch ganz gut zu erkennen. Und ein Grund, warum die Kosten so explodiert sind, von 240 auf 400 Millionen Euro, ist, dass jetzt hier in diesen alten Gemäuern alles detailgetreu wieder aufgebaut wird. Das Warten hat sich gelohnt, auch wenn alles viel zu lange gedauert hat. Jetzt sind es nur noch die Feinarbeiten. Seit 2015 kümmert sich Andreas Schudrowitz um Goldmalereien und Stuckarbeiten. Bald soll alles fertig sein. Wir arbeiten ja jetzt auch schon 2 Jahre hier zusammen. Und irgendwie schwingt nun langsam auch ein bisschen Wehmut bei, dass es hier zu Ende geht. Und wir mit unseren Vergolderarbeiten werden Ende des Monats hier einpacken und verschwinden. Und das stimmt uns auch schon ein wenig traurig. Bei Opernfans überwiegt wohl die Vorfreude. Inzwischen überkommt einen beim Besuch der Baustelle eine gewisse Zuversicht, die in der Vergangenheit ja häufig enttäuscht wurde. Jetzt sind es hauptsächlich noch die Details, an denen gefeilt wird. Der Theatermaler Dirk Sesemann arbeitet an der Schabracke, einer Akustikwand hinter dem Bühnenvorhang. Diese Wand wiegt insgesamt 1,3 Tonnen und sie wird im Portal hängen und wird den Hauptvorhang im oberen Bereich ergänzen. Zu Zeiten der historischen Vorlagen der Wandbespannung von 1953 gab es weder Brandschutz noch LED-Beleuchtung. Faktoren, die berücksichtigt werden mussten. Eine Aufgabe, die großes Engagement erforderte. Das ist eigentlich das Produkt von Freude. Und diese Freude soll auch bei den Besuchern hier, die später mal die Oper ansehen und hier einen schönen Abend erleben, das soll sich auf die Leute übertragen. In weniger als 3 Monaten werden durch diesen Tunnel mutmaßlich die Kulissen für den Eröffnungsabend geschoben. Diesmal sieht es dafür ganz gut aus. Freude! 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 Einer der Berufe. Wir sind in der Staatsoper, eine dieser Großbaustellen, die Berlin immer wieder Kopfschmerzen bereitet, weil es mal wieder länger dauert und mal wieder teurer wird. Aber der 3. Oktober, das soll der Tag sein, an dem hier große Eröffnung gefeiert werden kann. Und bei mir ist die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Schönen guten Tag. Der 3. Oktober wirkt für mich alles noch sehr ambitioniert. Wie sehr freuen Sie sich trotzdem auf dieses Datum? Ich freue mich sehr und man muss Ambitionen haben. Ich bin aber ganz sicher, dass wir am 3. Oktober öffnen. Und wenn ich sehe, was in diesen vielen Jahren geleistet werden musste, ist das wirklich nur noch der Endspurt. Also fangen wir mal an, was musste geleistet werden? Wir haben eine Wand, eine Riesenwand am Ende der Bühne, die weit nach hinten geschoben werden musste. Und dann gab es eine Decke, die um 4 Meter nach oben versetzt werden musste. Das sind alles unglaublich komplizierte Vorgänge. Welches dieser Probleme hat Ihnen am meisten Kopfzerbrechen bereitet? Man musste diesen Innenraum schaffen, ohne dass außen das Volumen größer wurde, weil wir ja in einem Denkmal sind und wir in einem Denkmalensemble sind und die Bauten nach außen eben nicht größer werden sollen, dass die Maßstäbe bleiben und das Gesamtensemble unangetastet bleibt. Warum haben Sie sich dafür entschieden, doch alles nach Möglichkeit so zu lassen, wie es vorher war?
Es ist ein Denkmal von Richard Paulig, ein Gesamtkunstwerk, und die Denkmalpflege hat mit Recht eingefordert, dass man möglichst alles erhalten muss. Und wir haben dann den Weg gewählt, dass wir zwischen dem unteren Bereich des Zuschauersaales und dem Deckenspiegel, beides von Paulig, durch H.G. Merz quasi ein Übergangselement entwerfen ließen, was er wunderbar gemacht hat, so dass man auch sieht, was ist Paulig, was ist neu, aber gestalterisch alles wieder zusammenkommt. Was muss Ihrer Meinung nach in Zukunft passieren, damit solche Projekte im Preis nicht explodieren und auch in der Baudauer nicht explodieren? Wir müssen die Möglichkeit haben, dass wir in einer frühen Phase einen ungefähren Preis angeben mit sehr viel Reserve drin und später, wenn wir dann vertiefter in der Planung sind, eine genauere Zahl nennen, die dann vielleicht höher oder weniger hoch ist, wie auch immer. Und wenn sie höher ist, dass man eben von dieser Reserve auch wirklich Gebrauch machen kann. Und dann hätte man eine Planung, die logisch ist und auch einen Vergleich zwischen Planungsfortschritt und Genauigkeit der Zahlen. Mit Szenen aus Goethes Faust und Musik von Robert Schumann möchte der Generalmusikdirektor Staatsoper Daniel Barenboim die neue Spielzeit hier dann am 3. Oktober eröffnen. Wichtig dabei Akustik, denn es muss ja auch gehört werden. Und dieser Mann ist der leitende Akustiker hier an der Staatsoper. Allein für die Akustik wurde die Decke 4-5 Meter weiter nach oben versetzt. Was genau bringt das dann am Ende? Ja, die Decke wurde angehoben, um die Reflexion später zurück in den Raum zu kriegen. Auch der Raum wurde vergrößert, oberhalb der dritte Rang, oberhalb der Umgang. Und damit wird das insgesamt das Volumen erhöht und kommen alle Reflexionen später und hat man eine bessere Durchmischung vom Klang. Es wird jetzt noch viel gebaut, aber vor der 3. Oktober wird da hier auch richtig in den Raum geprobt und wird nicht mehr gebaut. Das waren die rbb-Reporter heute auf Bauzombie-Tour hier auf der Baustelle der Berliner Staatsoper. Am 3. Oktober wird hier Wiedereröffnung gefeiert.